Herzlich willkommen, meine kleinen Täubchen. Wir schreiben den 9. Spieltag, an dem es für den glorreichen SV Werder Bremen gegen eine machbare Mannschaft gegangen ist. Und zwar, wo finden wir sie denn? Die Bayern, genau. Bremen ging, hat knapp verloren, muss man sagen. 1 zu 0, 23. Minute hat der Müller einen Treffer gemacht. Das wird uns hier nicht passieren. Wir schreiben immer noch die große Herausforderung von Sidiron an den SV Werder Bremen. Klartext: Ich spiele alle Partien hier bei FIFA 16. Bremen, ja, macht sie halt auf dem Platz, klar. Und wir schauen am Ende, wer besser war. Ich, ja, als anerkannter FIFA-Noob, was mache ich eigentlich gerade? So, ja. Als anerkannter FIFA-Noob Die oder wie Fans werden sind da gerade die bereit. Profis auf dem Wir sind Platz? bereit. Sie Ja, zu Hause ich auch. hoffentlich auch. Frank Buschmann sowieso. Und damit ein herzliches Hallo von Wolfuß und mir. Servus, Grützi Fuß, Der hallo FC Bayern Buschi. München spielt seit der Saison 65-66 ununterbrochen in der Fußball-Bundesliga und das ausgesprochen erfolgreich. Das kann man so sagen, Wolf. Die Münchner sind deutscher Rekordmeister und ganz nebenbei auch Rekordsieger im Pokal. Und auch auf europäischer Ebene zählt der FC Bayern natürlich Ja, zu den nun. erfolgreichsten Vereinen aller Ne? Zeiten. Jeder hat mal eine Glückssträhne. Oh, Philipp Lahm, der wird heute nicht schnell genug für uns sein. Das kann ich euch schon mal sagen. Manuel Neuer, ja, die brauchen bald einen neuen. Ich werde den Wunsch schießen. Ja, nun ist auch mal gut. Wir wollen hier nicht Neuer sehen, wir wollen Prügel Klasse sehen. Defensivleistung zuletzt bei den Gästen. Also da sind sie bislang richtig stark. Ja, Und komm. entsprechend selbstbewusst gehen sie hier auch in diese Partie. Das sind natürlich beste Voraussetzungen. Ja gut, sie sollen sich ja nicht vorher die Da kommt Hosen der nass Anstoß machen. vom Das kann FC gleich Bayern. kommen, Los geht's. sobald wir 1-0 führen. Oder 2-0. Und da Nein! haben wir sie. Die Etwa. Startaufstellung von Hä? Werder Bremen. Sie wählen in diesem Ah, Spiel ein verflixt. 4-4-2 mit Raute, mit einem Flair. offensiven Oh, Mittelspieler das war ja als schon mal ganz Unterstützung für die Bayern miserabel. Angreifer. Ecke für den FC Bayern. Geklärt zur Ecke. Was hast du dir dabei gedacht, hä? Naja. Gut. So, jetzt mal hin. Kommt jetzt die Flanke rein? Nein, 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 Thiago macht keine Flanke. Uccia hindert ihn vielleicht nicht zwingend dran, aber. Oh, ja, Der Ball bitte. ist kein Problem für den Torhüter. Lächerlich. Ja. Oh. Das gebe ich zu, das war jetzt ein bisschen peinlich. Thomas Müller. Fällt jetzt das Tor? Erstmal keine Gefahr. Und jetzt gibt's Eckball für die Bayern. Das hatten wir gerade eben schon, oder? Naja. Man muss sie auch erstmal kommen lassen. Man muss ihnen auch erstmal eine Chance einräumen, dass sie hier ernsthaft als Sieger vom Platz gehen könnten. Ihr wisst und ich weiß, dass das nicht der Fall sein wird. Nichtsdestotrotz. Da musste der Torhüter nicht eingreifen, der Verteidiger hat geklärt. Und nochmal Eckball. Nichtsdestotrotz, irgendwann muss natürlich auch mal gut sein. Dann hat man denen genug Chancen gelassen, dann darf man auch mal ernsthaft spielen. Ja, und Da weg. passt er auf, Ball Ganz geklärt. easy. Alaba wird meinen Uca nicht aufhalten. Uca kommt durch! Da durch. Uca gegen Neuer und. Richtig mit dem Tor, den hat er sicher. Ah, verflucht. Wie unnötig. Den hätte Uca. Uca machen müssen. Also eigentlich, mein gut, Neuer ist kein schlechter. Und Ja. Thiago. Der Und Javi hat Kahn Martinez. schon würdig ersetzt, aber Boateng jetzt. trotzdem, also irgendwo, sowas muss ein Uca eigentlich echt auch bringen Klasse können. Seitenwechsel, schöne Aktion. Uca ist ja nun eigentlich auch kein schlechter. Jetzt haben sie den Ball verloren. Von wegen, ich habe den Ball gewonnen, Fritz. Keule. Galvez.
Und jetzt kommt mein gefürchtetes Zeitspiel, mit dem ich den Gegner irre mache. Hey! Schweinerei! Nein! Jetzt mach doch was! So, locker geklärt! Das kann ihr mein Galvez. Ja. Galvez ist sowas wie der Galgen für die Stürmer. Ja? Dann kommen die Stürmer an und dann hängen sie an Galvez fest. Ja? Also so sinnbildlich, ne? Die hängen nicht wirklich, aber. Nicht, dass man mich hier irgendwie missinterpretiert. Ja, hier. Ja, zu Recht. Er muss sich nur nicht alles erlauben. Ja. Westergaard könnte sich die Fukuhila-Frisur aber auch mal richten lassen. So, wohin geht's denn? Lass mal flach passen. Flach in der Mitte, damit rechnen die nicht. Und jetzt nämlich. Und? Santiago Garcia. Ja, so wird da ein Bartels raus. Da stört er ihn und dann geht der Ball ins Aus. Mann. Philipp Lahm. Und Müller. Das sind die richtigen. Lahm. Boateng am Ball. Alaba. Alaba kann nix. Seht ihr? Gut. Und sie verlagern das Spiel auf die andere Seite. Oh, geil. Oh, jetzt Einwurf für die Bayern. Und so wird aus einem vermeintlich vielversprechenden Angriff ein Rohrkrepierer. Das war nicht so gut. Die Flanke war nicht präzise genug. Das war, sollte eine Flanke sein? Sieht doch an, was Bartels macht. Gut, Bartels flankt gar nicht. Bartels greift an! Und Bartels! Nein! Kommt nicht zu. Aus diesem Einwurf könnte sich vielleicht eine Chance entwickeln. Gut, aber Bartels, ne, man darf ihn nicht unterschätzen. Er hat schon so manchen Ball versenkt. Fritz. Was war das denn für ein Kullerball? Nein! Ja, Garcia, ja. Ich will mal Ucha sagen, aber Ucha humpelt da hinten rum. Und Thiago. So. Na. Nun ist auch mal Schluss hier. Die Flagge kommt gut rein. Nein, tut sie nicht. Erklärt hier per Korb, gut gelöst. Und sofort der Gegenangriff, ja. Oh, von Bartels. Auf Ucha. Ucha steht frei. Und? Ucha. Nein! Aufmerksam. Gut vom Torwart. Nein! Und jetzt müssen die Münchner aufpassen. Es gibt Eckball. Ah, da hat Neuer echt gut reagiert. Muss man ihm lassen. Also sowas. Ja, das war Glück. Das war gar nicht gewollt. Junusovic. Der wird es aber jetzt reißen. Die Flanke von Junusovic. Sie ist gefürchtet. Manche Kinder können nachts nicht schlafen, weil sie von dieser Flanke träumen. Nein, die kommt zu stark. Schlechte Ecke, das kann man nicht anders sagen. Der Ball geht ins Seitenaus. Das sagt er immer. Das sagt er immer. Immer sagt er schlechte Ecke. Selbst wenn es eine beschissene Ecke war, sagt er schlechte Ecke. Ich habe das Privileg, auch schlechte Ecken. Ich gewinne ja auch so. Ich brauche keine Ecken. Sie versuchen das Spiel jetzt breit zu machen. Ja. Nun David Alaba. Der Ball ist über der Linie. Versuchen können sie es ja auch. Ja. Es hat ja keiner was gegen den Versuch. Es hat nur was dagegen, wenn sie es schaffen, so wie jetzt. Roman Lewandowski. Nee. Alonso. Ja. Sie bieten sich an. Ja, können sie auch kann machen. Den Ball behaupten. Aber Gebre Selassie. Ein Könner. Ucha. Und auf Junusovic. Der muss es jetzt machen. Ja! So. So sieht's aus. Hier sehen wir, wenn die Bayern einen reinbekommen. Einfach abhängen.
Und Wolf am Ende hatte auch noch die Ruhe, den Ball ganz cool im Tor unterzubringen. Ganz lässig. Hier nochmal der Treffer aus einer anderen Perspektive. Und da läuft er, geht er rein, ganz cool. Naja, chancenlos. Ja, chancenlos, möchte ich sagen. Das kann ein Junusovic, dessen Namen ich so langsam auch gelernt habe. Ihr, die Leute, die schon etwas länger gucken, wissen, dass ich mich schwer mit Junusovic tue. Mit der Aussprache. Nicht damit, dass es den gibt, damit komme ich schon klar. Aber mit der Aussprache des Namens Junusovic. Aber jetzt langsam gewöhne ich mich dran. Er ist ja auch ein guter Spieler, man darf ihn ja auch nicht unterschätzen. Wieso redet ihr über Philipp Lahm? Philipp Lahm liegt zurück. Allerhöchstem Niveau. Ja, Philipp Lahm. Egal, wo er spielt, ob rechts hinten oder auf der Ball wurde. Ja, Wiedwald! Da sieht man wieder Wiedwalds ganze Klasse, aber ihn loben die ja nicht. Ja, aber Bartels hier. Bartels läuft an allen. Bartels ist nicht zu stoppen. Von nichts und niemandem. Nein. Da hat nicht viel gefehlt, aber der Ball geht am Pfosten vorbei. Aber darüber wird nicht gelobt. Ja, da gibt es niemanden, keinen Kommentator, der sagt, Bartels ist ein Phänomen. Läuft an vier Bayern-Spieler vorbei. Ungestört, ungebehelligt, weil ihn keiner aufhalten kann, weil sich keiner auch traut, weil er so furchteinflößend wirkt. Ja, das sagt keiner. Das muss ich hier dann wieder sagen. Vidal am Ball. Na. Es sieht aber aus, als könnten wir hier auch Punkte einfahren. Das ist sehr hilfreich, weil... Jetzt kommt Bartels! Bartels! Frei! Gute Möglichkeit, aber abgepfiffen. Die Fahne ist oben. Jetzt soll es Abseits gewesen sein. Ist ja wohl jenseits von Gut und Böse. Und wieder dieser Typ, der mal aussieht, als würde Mama ihn anziehen. Ja, so sehe ich jetzt nicht so recht, aber egal. Ja, aber es ist ganz gut, wenn wir Punkte machen, denn ich habe es glaube ich schon mal erzählt. Die erste Saisonhälfte spielen wir auf Halbprofi. Die Rückrunde wird ein bisschen schwerer. Dann spielen wir auf Vollprofi. Bis dahin hoffe ich, dass ich halt ausreichend gelernt habe, um mich, um mich da auch auf Vollprofi beweisen zu können. Sagst du, Keule. Ich sage aber was anderes. Jetzt gespannt sein, wie die Reaktion des Favoriten in Hälfte... Ja, wir brechen das jetzt mal ab, weil... Ja, was wollen wir uns den geschlagenen Neuer so lange anschauen? Das ist ja auch nicht schön. Hier, 4:1 Schüsse, ein Torschuss. Ja. Wer redet da noch vom Favoriten bei FC Bayern München? Klar, die haben ja Ballbesitz, aber was sollen sie damit machen? Ja, wenn die den Ball nicht hier ins Tor bekommen. Gut, die haben 4 Ecken, aber scheiß drauf, ich habe 3 gewonnene Zweikämpfe. Gut, die Passgenauigkeit hier, da sieht man, wird einfach... Wo Werder Bremen da seine Klasse hat gegenüber den Emporkömmlingen aus München, ja. 94% gegen 78. 78, ich bitte euch. Mit 78% Passgenauigkeit wird man nix gegen eine Mannschaft wie den glorreichen SV Werder Bremen. Die Spieler sind zurück. So, jetzt können wir ganz cool spielen. Jetzt haben wir alle Zeit der Welt. Wir müssen hier nichts machen, die Bayern müssen. Das war schlecht. Das war auch schlecht. Aber jetzt hier. 4 Werderaner. Die sind halt kein Bartels, wisst ihr? Finn Bartels, der läuft da durch. Alaba. Und ich habe noch nicht einmal gefoult. Das kann ich mir auch noch. Das ist meine Geheimwaffe. Vidal! Hier, aber gut, dass er das mal versucht. Ja, die Dinger kann ja, der Ball geht ins Aus. Das ist schon gut. Das kann er ruhig noch häufiger so machen. Habe ich keinen Schmerz mit. So, jetzt hauen wir den Ball mal. Ganz gechillt. Jetzt ist es relativ eng. Was muss man sagen? Und wieder. Ganz cooles Zeitspiel. Warten auf die Lücke. So nenne ich das. Santiago Garcia. Man könnte meinen, es sei unattraktiv für Zuschauer. Klasse aufgepasst, kommt an den Ball. Das ist es. Der Ball soll zu Müller. Jede Sekunde, die Werder Bremen Klasse dominiert, führt, ist ja das, was die Leute sehen wollen. Schussversuch. Sehr gut gemacht vom Torhüter. Natürlich, ja, es ist Wiedwald, hallo? Glaubt ihr, es ist Wiedbäumchen oder so? Natürlich macht er das sehr gut. Junusovic. Ja! Aufpassen, der Schwer! Auf, klar, dass er da rauskommt.
Und so kann er den Ball eben halten. Klasse Aktion. Also, er muss ja hier nun meinen Bartitz auch nicht ins Krankenhaus bringen. Ja, ich bringe den auch nicht ins Krankenhaus. Aber wir können gerne ruppiger werden hier. Gleich wird hier gewechselt. Die Gäste werden einen frischen Mann bringen. Ja, das hilft dir nicht. Super Timing. Den Ball holt er sich. So. Das ist Fußball, wie ihn die Profis sehen wollen. Ja, wie Löw ihn sich wünscht. Da geht er gut dazwischen. Wenn Löw das sieht, wieder zum Tiger. Ja, dann sieht er, ah, so geht's. Ah, das will ich für die Nationalelf. Nicht so stumpfes Ballgedresche. Ja, so jetzt wieder die Bayern. Schön eleganten Fußball. Ball laufen lassen. Der Ball soll zu Müller. So. Kommt jetzt die Flanke? Flanke? Ich bitte euch. Jetzt hat er den Ball. Der Ball kommt gut. Er pariert, aber der Ball bleibt im Spiel. Ja, der Ball geht jetzt erstmal weit weg. Für die Bayern. Jetzt können sie ja auch ihren Wechsel durchführen, die Bayern. Sind ja schon erschöpft. Bewegung. Es wird einen Wechsel geben. Oh, Robben. Robben kommt. Ich dachte schon, Robben sei drin gewesen. Der wäre mir nämlich gar nicht aufgefallen. Costa geht gegen und Robben kommt. Da kommt die polierte Glatze aus den Niederlanden. Ja, wenn das alles ist, was die noch zu bieten haben, da kann ich ja gepflegt mich gemütlich hinsetzen. Ja. Das wird nichts bringen. Also das kann ich euch so sagen, meine lieben Zuschauer. Das wird die Entscheidung nicht bringen. So, darf ich jetzt auch mal wieder ein Spiel? Ich will ihn faulen. Lewandowski jetzt am Ball. Boateng. Ich meine... Robben! Das ist noch gefährlich. Nein. Was sollte das denn werden? Ballbesitz Bayern, es gibt Einwurf. Ja, da wünschen sie sich ein bisschen Gefahr. Aber naja, es ist halt einfach auch damit alles so. Und den Freistoß können sie jetzt direkt versuchen. Naja, nur weil ich ihn einmal habe über die Klinge springen lassen. Also man muss ihn auch nicht hier... Der Ball kann schon noch ein bisschen weiter nach hinten gehen. Ja, das wäre schon okay. Ja. Gut, der Mach hat ein Gespräch da. Verpisst ruhig ein bisschen weiter die Luft. Ja. Vergrößere das Ozonloch noch ein wenig. Mit deinen Abgasen. Alles okay. Mach mal VW. So, und du guck nicht so ernsthaft. Mauer springen lassen. Das wäre keine dumme Idee. Warum sind die jetzt? Da hätte es fast geklingelt, aber er setzt den Freistoß daneben. Aber da hat nicht viel gefehlt. Sehen wir hier nochmal. So, das Freunde, hier nochmal der Beweis. Das Schiedsrichtergespann lag richtig. Buschi. Natürlich lag es. Mit der Torlinientechnologie haben wir die Gewissheit, dass der Ball nicht im Kasten war. Die Torlinientechnologie ist was Feines. Können die Bayern nicht wieder behaupten, sie hätten ja irgendwie einen Treffer gemacht, den er gar nicht zählen würde. Wie sie sonst ja mal machen. Gut reagiert, der weicht der Grätsche aus. Ja, können sie... Alter! Da kann das ich ist gut, sie unterstützen den ballführenden Spieler. Ball im Aus, Abstoß. Lächerlich. Also ich sehe eine gewisse Aggressivität jetzt bei den Bayern. Den vor. Alonso geht gegen Kimmich. Alter! Kimmich? Warum schicken sie nicht gleich Uli Hoeneß höchstpersönlich aufs Spielfeld? Dann wäre er genauso hilfreich wie der da. Kimmich kann mich. So, jetzt wollen wir mal langsam die Sache ein bisschen ernsthafter angehen und das 2-0 machen. Gut, Junuzovic, er ist nicht der Allergrößte. Das macht ihn in Kopfball-Situation natürlich so ein bisschen schwierig. Da steht Kimmich ernsthaft rum. Super Flanke. Die Flanke kommt in Richtung Lewandowski. Ja. Oder in Richtung Wiedwald. Und da Wiedwald... Jetzt! Auf Uccia! Uccia ist durch!
Ucha. Ja! Ja! 2-0! Das war's. Das war's, sage ich. Das Tor geht absolut in Ordnung. Sie bauen damit ihre Führung aus. Zweifellos verdient. Natürlich. Wunderbar gemacht. Und der ist absolut unhaltbar. Perfekt ins Eck. Wunderbarer Schuss. Das Tor hat jetzt nochmal eine andere Kamera eingefangen. So wünscht man sich das. Danke an die Regie dafür. Ucha, im entscheidenden Moment ist er da. 78. Minute. Und ich lehne mich nicht zu weit aus dem Fenster, denke ich, wenn ich sage, das war's. Da kommt nichts mehr. Jetzt steht es 2-0, das dürfte Ihnen Ruhe geben. Anthony Ucha. Robin. Das. Es gibt Einwurf für den FC Bayern. Aber sofort, ne? Sofort geht Ucha wieder in den Kampf-Modus. Ucha lässt sich da nicht von dem 2-0 jetzt irgendwie beeindrucken. Scheint so, als kämen sie spielerisch heute nicht durch. Da jetzt der Versuch, mehr lange Bälle zu spielen. Sieht ein wenig nach Brechstange aus. Das sieht ein wenig nach kurzen Bällen aus. Sie werfen ihre bisherige Taktik komplett über Bord und drängen auf das gegnerische Tor. Lange Bälle und alle Mann nach vorne. Aber Vestergaard steht hier auch wie eine Mauer. Da steht er gut und holt sich den Ball. Und das öffnet Räume nach hinten. Und wieder Ucha. Ucha muss noch an Boateng. Ah, schafft er nicht. Schafft er doch. Um Boateng. Na, knapp. Aber das natürlich. Oh nein! Der Linienrichter. Ja, abseits, abseits, abseits. Zurecht, da kam der Pass. Ich wollte gerade sagen, also das war ja nun Kilometer. Ja, hier, hallo, wo steht denn der? Steht der hier irgendwie halb im Elfer? Auswechslung bei FC Bayern. Die holen doch das letzte rein. Sogar Lockenköpfchen soll jetzt nochmal irgendwie was reißen. Es ist bei einem Stand von 2-0 in der 86. Spielminute ein bisschen lächerlich. Also muss man ganz ehrlich sagen, ja, das ist, würde selbst im Champions League-Finale ja nichts mehr bringen. Höchstens, wenn man Manchester United ist und gegen Bayern spielt. So, jetzt lass mich mal ran hier, Sache klären. Wir wollen hier, ist klarer. Dann sehe ich meinen Pfeil nicht. Garcia. Nur noch 4 Minuten in der regulären Spielzeit. Garcia ist schnell und er kann flanken. Auf naja. Der Flanke entsteht keine Gefahr. Das wird Abschluss geben. Gut. Und das Tor hier noch einmal in der von Wiederholung. Anthony Ucha. Und dann noch Auge und Übersicht beweisen im Strafraum. Platzierter Schuss rechts unten. Formidabel. So sieht's aus. Exquisite. Bartels hat er nicht auch noch mal einen machen heute. Jetzt hat es sich wirklich verdient, der Finn. Ja, das war ordentlich. Ah. Jetzt unterbricht er hier das Spiel. Ja, weil da ein Spiel. Boah, jetzt kauen sie mir auch noch ein Spieler raus. Jetzt hauen sie mir auch Garcia raus. Ja, ich habe zwei Garcias im Feld. Wieso habe ich zwei Garcias im Feld? Naja. Was ist er denn? Linksverteidiger, gut, dass ich auch sehen kann. Ja, Stürmer, nicht so hilfreich. Ja, Sternberg, ne? Er ist Innenverteidiger, Leukemia. Muss Sternberg ran. Und jetzt. Ucha hat echt gut gespielt. Er darf sich jetzt ein bisschen ausruhen, nochmal über den Jubel abfangen. Pizarro kommt rein. So. Liegen geblieben ist, das sieht nicht wirklich gut aus. Janek Sternberg, Claudio Pizarro. Ich denke, jetzt Überzeit, ja, mehr ist es denn ja nicht. So, geht weiter mit Schiedsrichterball. Und der verletzte Spieler ist mittlerweile vom Feld. Und heute können wir hier die Sensation erleben. Der Außenseiter führt und es sind nur noch ein paar Minuten zu gehen. Das ist Fußball, das macht Fußball. Das ist keine Sensation, das war zu erwarten. Vestergaard. Oh. Das kann ich mir jetzt nicht mehr schön reden, das war einfach nur daneben. Jetzt Robin am Ball. Muss auch mal gehen. So. Gute Zweikampfführung. Zweikampfführung ist. Ah oh nein! Jetzt war beim Angriff. Aber egal. Sieg. 2-0. So ist
Fußball. Wunderbar. So und nicht anders. Nee, große Überraschung auf jeden Fall. Sie sind heute ganz klar über sich hinausgewachsen. Ja, über sich hinausgewachsen heißt, als sei das nicht zu erwarten gewesen. Das finde ich ein bisschen weit hergeholt. Aber okay, gut, lassen wir es jetzt mal so gelten. Lassen wir es mal so stehen, dass wir über uns hinausgewachsen sind. Ich würde sagen, der verdiente Favorit, ja, auch der Meister der Herzen und der Meister der Schmerzen für den Gegner, der musste hier gewinnen und das hat er auch. Überzeugend 2-0, das ist okay. Komm, schauen wir mal kurz in die Statistik. Die Zusammenfassung. Achso, langweilig. Ja, hier, 5-5 Schüsse ausgeglichen, aber ich hatte 4 Torschüsse. Die Bayern nur ein, daran sieht man es. Sie hatten ein bisschen mehr Ballbesitz, aber hey, das hatten sie nach der Halbzeit auch schon. Wen nützt es? Was nützt es? Was nützt es denn? Wenn da nichts Zählbares bei rumkommt. So, liebe Leute, wenn euch das Video ein bisschen gefallen hat, dann würde ich mich über einen Daumen freuen. Ansonsten natürlich immer gerne kommentieren, finde ich nämlich absolut super. Oder, falls ihr es noch nicht getan habt, dann auch gerne abonnieren. Und dann sehen wir uns zeitnah wieder. Dann bis dann. Ciao, ciao.